Kapitel 14. Das Motiv. Erneut strahlten die Sterne am Himmel. Inzwischen waren alle Pokémon zurück in die Liga gekehrt, welche Teil der folgenden Versammlung sein sollten. Alle außer Darkrai. Im Wissen, dass nun die Geheimhaltung eines Treffens als solchem nicht mehr vonnöten wäre, hatten Team Nordica bereits die Gemeinschaftsebene beschlagnahmt, bevor auch die eine Erklärung forderten darüber, was die anderen gefunden hatten. Epsilon hatte genau erklärt, was Darkrai von ihr verlangt hatte. Die Wahrheit. Und nicht mehr. Für alles Weitere würden sie auf den Schatten selbst warten. Die Reste Team Slashs, Polana Vatra und Nordica waren alle in der Ebene versammelt, nur noch auf den Leiter der Aktion wartend. Die allgemeine Atmosphäre wirkte bedrückt. Worte durchdrangen nur hin und wieder die Stille und, wenn sie es taten, dann leise. Epsilon hatte jedoch kein Interesse, sich an irgendwelchen Gesprächen mehr zu beteiligen. Stattdessen blickte sie schlicht hinaus aus den großen Fenstern des Raumes. Der Mond strahlte grell, groß und rund. Doch vor den Augen des Zoroarks wirkte er nicht so. Wieder und wieder schien der weiße Schein zu schwinden. Die Welt versank in Blutrot. Jedes Mal, als der Mond aufblitzen schien. Es war nicht, was wahrlich in der Welt draußen geschah. Doch es war, wie sich die Nacht vor Epsilons innerem Auge darbot. Das Blut nahm ihren Verstand ein, egal wie sehr sie versuchte, an etwas anderes zu denken. Es war nicht möglich. Immer sprangen ihre Gedanken zurück und doch. Doch gab es kein Zurück mehr. Der Plan stand fest. Sie war ohnehin bereits zu weit gegangen, um noch einen Rückzieher zu machen. Elementara war für sie keine Feindin gewesen. Kein Pokémon, dem sie Böses wollte. Kein Pokémon, welches sie hasste. Aber sie war ein Leben gewesen, welches in ihrem Leben in die falsche Rolle hineinrückte. In eine Rolle, in welcher ihr Tod der einzige Weg war, Frieden möglich zu machen. Und auch, wenn das Blut nie wieder vergehen würde, wenn Epsilon auf ewig von Sünde befleckt war. Sie hatte sich selber doch nur in diese Tiefen gestürzt, zum Wohle aller anderen. Wenn sie selber niemals inneren Frieden finden würde, dann wäre dies ein gerechter Preis für den Frieden der Welt, nicht? Sie hatte Unrecht getan, aber aus besten Gründen. Sie musste nun beobachten, wie ihre eigene Tochter ihre beste Freundin auffinden musste. Leblos. Ein geschundener Körper am Boden einer Wiese. Das Vulnona hatte niemals bereit sein können für alles, was sie dort gesehen hatte. Würde nie bereit werden können. Auch sie würde wohl auf immer mit den Bildern leben müssen. Wohl auch mit der Frage, hätte sie etwas ändern können. Und nun, diesem Pokémon gegenüber, all diesen Pokémon in diesem Raum gegenüber, musste Epsilon weiter lügen. Kein Tropfen Wahrheit dürfte in den See der Lügen geraten. Sonst würde es sich verbreiten und alles aufzeigen, wie Elementaras Blut, als Epsilon es im Meer verwaschen hatte. Und trotzdem machte sie weiter, als wäre nie etwas geschehen, als würden sie die Ereignisse nicht bewegen. Wieso sollte sie denn auch bewegt sein? Wegen Zorn? Trauer? Sie hatte nicht das Recht, so etwas zu spüren. Immerhin war sie selber der Grund. Sie hatte sich wieder und wieder überlegt. War das, was sie tat, wahrlich das Richtige? Und immer wieder war sie zu demselben Entschluss gekommen. Wenn Elementara wüsste,
dass ihr Tod den Frieden wahrlich bezwecken könnte, dann wäre sie einverstanden. Doch nun, in der Mitte von allem, fühlte es sich falscher an, als hätte es keine richtig gegeben. Und immer noch stand ein wichtiger Teil des Planes bevor. Ein Teil, der Epsilon beinahe noch mehr schmerzen würde als alles, was bisher vorgefallen war. Ihren Blick vom Blutmond wandte Epsilon erst ab, als sie die Tür ins Schloss fallen hörte. Darkrai war endlich wiedergekehrt. Er hatte sich viel Zeit gelassen. Doch wie er selber sagen würde, nur so viel wie nötig. Seine Klinge trug er nun nicht mehr bei sich. Doch ein leicht rötlicher Unterton in seinem Auge verblieb immer noch. Aber vielleicht bildete Epsilon sich das auch nur ein. Blut alles, was ihr im Verstand trieb. Es sind alle da, wie ich sehe. Gut. Tretet zusammen. Wir müssen reden. Die 10 Pokémon, welche in dieser Runde nur noch verblieben, traten alle zusammen. Den Fokus gewandt auf den Schatten. Ihr habt bestimmt inzwischen alle vernommen, was geschehen ist. Ich war bis gerade noch am Strand, an der Küste weiter östlich nahe eines großen Felsens, welcher in die Höhe ragt und Schatten wirft. Inmitten auf den Stumpf eines vergangenen Baumes, immer wenn die Sonne aufgeht. An diesem Ort habe ich ein Grab errichtet, welches einem Pokémon wie Elementara wahrlich würdig ist. Manchmal waren wir gemeinsam dort und betrachteten, wie die Sonne schwand und ging. Es ist ein Ort, an welchem ihr viel lag. Und dort, entfernt von der Hass der Stadt und der Liga, welche sie immer verfolgte, soll sie nun wahrlich ruhen. Unter dem Auge der Sonne, welche auftaucht und wieder schwindet, bis sich alles eines Tages wiederholt, so wie das Leben. Das sagte sie mir damals. Und nun ist es eingetreten. Bevor wir uns ums Wichtigste kümmern, möchte ich ein paar Vorschläge zur zukünftigen Organisation machen. Ich werde mich fürs Erste um die Liga kümmern. Es sei denn, jemand erhebt Einspruch. Für Hilfe bei Entscheidungen wäre ich euch allen aber dankbar. Ähnlich würde ich es gerne auch für Team Nordica halten, wenn das für euch in Ordnung geht. Wir dürfen uns nicht verlieren, weil Elementara fort ist. Im Gegenteil, wir müssen ihre Sage weiterleben. Nur, diese Saison pausieren wir am besten. Wir haben andere Sorgen. Und jetzt endlich zum Wichtigsten. Der Mord. Strategie? Hier würde ich mich gerne einschalten, Darkrai. Ich habe mir schon einen Schlachtplan ausgedacht. Hast du das? Meinetwegen. Fang mal an. Also, ich denke, für den Anfang ist das Wichtigste nicht, wer schuldig ist. Denn wenn wir auf das Wer starren, können wir Jahre suchen, ohne Sinn und Ziel. Wir müssen wissen, warum jemand es auf Elementare abgesehen haben könnte, um zu wissen, wer dieses Motiv haben könnte. Und ich sehe genau 3 mögliche Ebenen für ein Motiv. Diese 3 Ebenen sind Elementare als Individuum, Elementare als Leiterin Team Nordicas und Elementare als Leiterin der Liga. Wenn jemand es auf Elementare als Individuum abgesehen hatte, gab es jemanden, der sie hasste. Ich denke nicht, dass sie offene Feinde hatte. Oder, Darkrai? Der Schatten schüttelte bloß den Kopf. Wieso denn auch? Elementare hatte doch nie etwas getan, um es sich bei irgendjemandem zu verübeln. Nun, ich behaupte, sie hatte solche Feinde. Aber eher indirekt. Bedenkt, sie war indirekt Hauptakteur.
Akteurin im Kampf gegen den Plot-Kaiser. Sie ist mitverantwortlich für die Entstehung dieser Versammlungen. Sie hat viel und heftig gegen den Kaiser gekämpft. Und ich bezweifle, dass dieser das gerne gesehen hat. Er und sein Gefolge stehen für mich definitiv im Verdacht, hinter dieser Verschwörung zu stecken. Zur Überraschung des Zoroark schien diese Geschichte jedoch nicht bei jedermann Anklang zu finden. Gerade Aurora war es, die sich unsicher wirkte. Vermutlich dachte sie an ihren Bruder. Ich kann mir das nicht vorstellen. Der Plot-Kaiser treibt doch schon so lange sein Unwesen, seit vielen Jahren. Und er ist nie wahrlich aggressiv geworden. Nicht in mehr als Kleinkämpfen, in der Regel selbst die ohne Verletzte. Wieso sollte er auf einmal zu Mord umschwingen? Hat er sein Ziel schon erfüllt? Nein, aber wenn er sein Ziel noch nicht erfüllt hat, macht er scheinbar etwas falsch. Warum also weitermachen wie zuvor, wenn es scheinbar ohne Sinn ist? Hierauf hatte Aurora keine Antwort mehr. Stattdessen verstummte sie. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Jemand könnte Team Nordica schaden wollen. Was, wenn es jemandem sehr wichtig ist, die Liga zu gewinnen? Team Nordica jedoch ein scheinbar unüberwindbares Hindernis darstellt. Alex, halte ich dies für unwahrscheinlich. Auch wenn ich bereits eine Vermutung habe, welche auch dies umfasst. Das Letzte ist aber erneut sehr wichtig. Die Liga. Jemand könnte versuchen, der Liga als solcher zu schaden. Oder vielleicht geht es nicht um wirkliche Schädigung. Vielleicht geht es weniger um elementares Schwinden in der Leitung, als um diese Leitung. Darkrai schien bereits eine Implikation hieraus zu schließen, welche das Glühen in einem seiner Augen wiederkehren ließ. Willst du damit sagen, dass ich Elementara getötet habe, um die Liga an mich zu reißen? Nein, versteh mich nicht falsch. Du bist das einzige Pokémon, dem ich die Tat wahrlich nicht zutraue. Aber woher sollten denn andere wissen, ob du bereit wärst, die Liga zu übernehmen? Vielleicht hättest du ja abgelehnt. Und wie dann? Wie sollte man dann jemand neuen für die Spitze finden? Kurz atmete Epsilon erneut durch. Jetzt oder nie. Würde jemand anderes aus Nordica die Rolle einnehmen? Wohl kaum. Es muss jemand gewesen sein, der sich reelle Chancen ausrechnete, selber die Leitung zu erreichen. Jemand hier aus der Versammlung? Wer sonst stand Elementara nahe genug, um eine derartige Vermutung zu begründen? Jemand aus Team Slash? Wir stehen alle drei eher weniger hier, da wir Elementara nahe standen. Und ohne Team Slash, ohne Team Nordica. Der Kreis schließt sich nicht. Worauf willst du hinaus, Epsilon? Wir missverstehen dich doch gerade bestimmt nur richtig. Ich bezweifle es. Aurora, du standest auch Elementara immer sehr nahe. Wenn jemand die Rolle nun übernehmen würde, der nicht zu Team Nordica gehört. Wer sollte das denn eher sein als du? Eher als ihr? Als Team Polanavatra? Und noch dazu wollt ihr die Liga gewinnen. Müsst die Liga gewinnen. Denn ihr wisst, dass das Emblem der Liga das letzte Teil der Plot-Armor ist. Ihr wisst, dass ihr gewinnen müsst. Aber wie? Wie solltet ihr das zu zweit? Wie sollen zwei Mon gegen ein Team wie Nordica bestehen? Gar nicht. Nicht solange Nordica nicht geschwächt ist. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Vielleicht nicht verurteilen, aber ich denke, ich mache einen klaren Punkt. Polanavatra, vor allem du, Aurora. Ihr habt die meisten und schwerwiegendsten Motive für so eine Tat. Das kannst du nicht ernst meinen. Wie könntest du überhaupt auf die Idee kommen?
Weißt du, wie nah ich und Elementar uns waren? Weißt du überhaupt irgendetwas über mich? Alles, was ich tue, ist Feststellung zu machen. Du kannst mir nicht sagen, dass keine Logik hinter meinen Worten steckt. Ich möchte kein Urteil fällen. Ich lege nur die Indizien auf, die wir bisher haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in Verbindung mit dem Mysterium stehst, ist höher als für jedes andere Pokémon. Wahrscheinlichkeit. Sind Loyalität und Ehre für dich auch nur Zahlen in einer Statistik? Hast du einmal daran gedacht, was für ein Pokémon du hier gerade beschuldigst? Eines, welches du selber erst seit Monaten kennst, Kill. Und das war mehr als genug Zeit, um ein Pokémon kennenzulernen, für das ich bereit wäre, durch die Hölle zu gehen. Du hast mir doch damals selber gesagt, dass Aurora ein Pokémon ist. Rein genug, um mir zu zeigen, dass ich dem Leben eine zweite Chance geben sollte. Und du hattest recht. Nur, dass du anscheinend selber vergessen hast, dass du einst die Wahrheit sprachst. Nun, es ist er. Schluss. Es reicht mit diesem Gelaber. Epsilon, ich denke, dir hat der Schock wohl nicht ganz bekommen. Der Blick Darkreis verriet, dass seine Gedanken etwas ganz anderes sagten. Er jedoch versuchte, sachlich zu bleiben. Es ist besser, wenn du uns für heute in Ruhe unserer Arbeit nachgehen lässt und selber eine Nacht darüber schläfst. Nun könnte ein Außenstehender wohl glauben, dass Epsilon sich vehement gegen diese Forderung wehren würde. Doch dies lag ihr fern. Na gut, aber denk über meine Worte nach. Mit diesem letzten Abschied verließ sie den Saal einfach. Sie hatte alles getan, was in dieser Versammlung nötig wäre. Nun gab es allerdings noch jemanden, den die ehemalige Kaiserin sehen musste. Jemand, der sich vermutlich irgendwann selber davon überzeugen wollen würde, dass die Dinge wahr sind, welche er vernehmen würde. Und Epsilon würde sich diese Chance nicht entgehen lassen. Nun hatte sie wahrlich den schwersten Teil des Planes hinter sich gebracht. Und nun zum letzten Schritt. Erneut zur Kaiserin werden, welche sie im Blute war.